Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Impuls. Auch heute habe ich dir ein für dich unter Garantie sehr spannendes Thema mitgebracht, das dir, wenn du dich dem Thema annimmst, unter Garantie enorm weiterhilft. Heute geht es um das Thema Mitarbeitende im Vertrieb langfristig halten. Schlau, wer es jetzt richtig angeht. Lass mich ein Zitat dir zu Beginn noch nennen, das das Thema sehr, sehr gut umschreibt und einen tollen Auftakt gibt, um darüber mal zu sprechen. Es kommt von Wilhelm Busch. Glück entsteht durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Und genau darum geht's. Also bleib gespannt dran und hör zu, dann weißt du auch, was du in Zukunft anders machen kannst. Manchen Vertriebsverantwortlichen oder auch Personalverantwortlichen scheint es im Moment häufig so, als würde er sprichwörtlich einen Sack Flöhe hüten. Im Vertrieb nimmt die Fluktuation signifikant an vielen Stellen zu. Das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Vertrieb, und jetzt halte ich gut fest, kostet durchschnittlich 16 bis 213% des Jahresgehaltes. Wenn du jetzt ernsthaft noch zögerst, dich dem Thema anzunehmen, such dir besser vielleicht was anderes. Und das meine ich vollkommen ernst. Dieses Thema ist so unterschätzt in der Wirkung und so selten beachtet, dass wir genau deswegen heute darüber sprechen sollten. Diese Zahlen sollten nicht nur aufrütteln, sondern vor allen Dingen auch Mut machen, sich dem Thema anzunehmen, weil damit riesige Chancen verbunden sind. Und damit genau dir das eben nicht passiert, dass du so viel Geld auf der Straße unnötig liegen lässt, verrate ich dir jetzt die Top 10 Tipps, die dir unter Garantie weiterhelfen. Lass uns auch direkt loslegen mit Tipp Nummer 1. Ermittel erstmal den Status quo bezüglich der Bindung und auch Loyalität deines Teams, deiner Mitarbeiter. Wie ist die Weiterempfehlungsrate zum Beispiel von Mitarbeitern an neue Mitarbeiter? Was sind die Erkenntnisse aus der vielleicht vorhandenen Fluktuation? Hast du Mitarbeiterbefragungen durchgeführt? Wenn nicht, fang an damit. Hast du Fokusgespräche mit den Leistungsträgern und tollen Talenten geführt? Können dir da vielleicht Erkenntnisse auch Aufschluss darüber geben, was anderen vielleicht, die im Besitz sind, zu gehen oder die vielleicht gehen könnten, aktuell stört, was du vielleicht ganz konkret verändern kannst, wovon du vielleicht noch gar nichts weißt, aber diese Gespräche dir jetzt endlich den Aufschluss geben. Und ganz wichtig ist auch, kritische Punkte und rote Linien auf Seiten deines Teams ganz klar zu identifizieren. Tipp Nummer 2. Leg die richtigen Ziele fest und entwickle eine persönliche Bindungsstrategie. Wie willst du deine Mitarbeiter binden? Darunter wird ein Maßnahmenpaket notwendig sein, damit du auch ins Handeln kommst und vor allen Dingen zielgerichtet agierst. Wichtig ist dabei immer, und das ist der dritte Tipp auch schon, natürlich den Fokus richtig zu setzen. Also setz den Fokus zum Beispiel bei deinem Team auf sinnstiftende Arbeiten. Mach sinnvolle Ergänzungsangebote, wenn der Job nicht das Ausfüllende sein kann, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich vielleicht verspricht. Da gibt es eine ganze Batterie und ganze Palette an Möglichkeiten, die du ergreifen kannst, wenn du es denn möchtest. Nächster Tipp ist, die Bindungskompetenz zu stärken. Tja, wie kannst du das machen? Das geht relativ einfach, indem du einen sehr intensiven Kontakt zu deinem Team hältst, indem du ein offenes Ohr für individuelle Bedürfnisse hast und sie nicht mit Nervereien abtust, indem du ein wertschätzendes Feedback nicht nur einforderst, sondern vor allen Dingen auch selbst vorlebst. Der nächste Tipp, den ich dir geben kann, ist eine individuelle Entwicklungsgestaltung oder Entwicklungspfade aufzuzeigen. Und was meine ich damit? Dass du mit deinem Mitarbeiter oder mit deinen Mitarbeitern immer individuell ganz persönliche Karriere und auch Entwicklungspfade entwickelst. Du hast vielleicht die eine Vorstellung davon, was für dein Gegenüber interessant, spannend oder aussichtsreich erscheint. Doch dein Gegenüber hat vielleicht ganz andere Vorstellungen. Also unterhaltet euch darüber und entwickelt gemeinsam einen Plan. Und mach auch alternative Angebote für die, denen Karriere vielleicht nicht ganz so wichtig ist, die aber durchaus ganz, ganz wichtige Bestandteile in deinem Team sind. Hier braucht es ergänzende Angebote, die das Gemeinschaftsgefühl beispielsweise stärken, die zum Beispiel über ein Ehrenamt abgedeckt werden können oder vieles andere. Können wir uns gerne auch im persönlichen Dialog nochmal in Ruhe unterhalten drüber. Nächster Punkt ist, professionalisiere dein Onboarding. Die allermeisten Talente und Leistungsträger gehen innerhalb der ersten 3 Monate wieder von Bord, weil sie sich nicht abgeholt fühlen, weil das, was ihnen versprochen worden ist, nicht eingehalten wurde oder zumindest deren Empfindungen nach nicht eingehalten wurde.
Ja, hast du beispielsweise Mentoren? Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn du neue Leistungsträger und Talente an Bord holst, brauchst du Mentoren, die dich von Anfang an begleiten. Du brauchst dort keine Besserwisser oder Leute in einer anderen Hierarchiestufe, sondern du brauchst Menschen, die sich dafür interessieren, dass die Menschen, die du an Bord holst, so schnell wie möglich ankommen, damit sie ihr volles Potenzial auch ausleben können. Bei Benefits, das ist der nächste Tipp, bitte niemals mit der Gießkanne, sondern passgenau das finden, was dein Gegenüber tatsächlich interessiert und auch motiviert. Gib auch die richtigen Freiräume, ist der nächste Tipp. Du kannst zum Beispiel das Thema Jobcrafting, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, fördern. Also ganz bewusst den Arbeitsplatz von deinem Mitarbeiter gestalten lassen, damit das bestmögliche Leistungsniveau überhaupt erst möglich wird. Eliminiere dann auch sämtliche Fluktuationstreiber, die dir so begegnen. Zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten, zu hohe Arbeitsbelastung, keine individuell angepasste Anerkennung beispielsweise oder auch strukturelle oder organisatorische Defizite oder eine nicht dem Verlangen oder dem Bedürfnis deines Gegenübers entsprechende Work-Life-Balance. Mein Denkanstoß, das ganz kurz zusammengefasst, besser heute gekümmert als morgen enttäuscht. Also bitte nimm dich dem Thema an und kümmere dich drum. Und wenn du Fragen dazu hast oder einfach mal wissen möchtest, was andere Unternehmen in deiner Branche, aber auch darüber hinaus ganz bewusst machen und welche Erfolge sie damit erzielen, dann nimm doch einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich drauf. Lass uns darüber sprechen, wie wir genau das und mehr für dein Team erreichen können.